grüße euch ganz herzlich aus dem Gebetshaus, aus dem Anbetungshaus für die Nationen, Help FCJG International Wien. Wir haben super, super Zeiten hier gehabt im Heiligen Geist diese Woche. Vor einem Jahr, über einem Jahr ist der Heilige Geist hier krass reingefallen. Und jetzt waren wir mit verschiedensten Leuten aus den Nationen zusammen. Und dann so ganz, ganz unmerklich, so mittendrin, kriegte ich auf einmal ein Wort von Gott. Da steht im Psalm 102, er wendet sich zum Gebet der Verlassenen und verschmäht ihr Gebet nicht. Verlassenheit ist ein ganz großes, eine ganz große Tragik, ja, wenn man das erlebt. Und wenn Leute ihre Heimat verlieren oder einen lieben Angehörigen, Ehepartner oder auch einen Freund oder man wird sitzen gelassen, wie auch immer, Verlassenheit ist ein böses Ding. Und das kann so richtig tief reingehen, das kann so richtig tief in die Seele gehen und kann dich zerstören für immer. Ja, und dann läufst du mit diesem Ding rum und ja, bist isoliert und einsam und kannst überhaupt nicht mehr vertrauen, ja, weil du das erlebt hast. Da möchte ich dir etwas sagen. Der größte Moment der Verlassenheit war, als Jesus am Kreuz hing und er völlig zerschlagen und zerschunden schon war, fix und fertig. Da schrie er mit lauter Stimme, Eli, Eli, Lama, Asabashani oder so ähnlich jedenfalls. Das heißt übersetzt, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und das kann man ja überhaupt nicht für möglich haben. Ja. Der Sohn Gottes wird von seinem Vater verlassen. Und das war notwendig. Dieser Schmerz für Jesus, den musste er ertragen. Das war notwendig, damit wir dann leben können, erlöst sind, wiedergeboren werden können, in den Himmel kommen, wie auch immer du das nennen magst. Aber dieser Schmerz, kein Schmerz der Welt, der Verlassenheit, kein Schmerz der Verlassenheit, ist so krass wie das, was Jesus dort im Kreuz erlebt hat. Das war seine dunkelste Stunde, glaube ich. Die absolut dunkelste Stunde. Alles andere war schon schlimm. Und vorher wurde er auch schon verlassen. Ja? Er wurde von seinen besten Freunden verlassen, von seinen Jüngern verlassen, verraten. Und trotz aller Beteuerungen, dass sie mit ihm gehen würden, bis wer weiß wohin, alles nur Schall und Rauch. Und dann hing Jesus an diesem Kreuz und erlebte diese Dunkelheit, wo der Vater ihn verlassen hat. Das hat er für dich erlebt. Denn jeder Mensch wird irgendwie sowas erleben. Jeder Mensch wird einmal erleben, dass jemand von ihm gerissen wird oder jemand dich in dem Stich lassen wird, dich enttäuschen wird, damit du frei wirst von Täuschung, so ganz nebenbei. Das ist ein Schmerz, der kann dich kaputt machen. Der braucht dich nicht kaputt zu machen, wenn du dann auf Jesus schaust und wenn du ihm diese Sachen überlässt, etwas ganz Neues daraus zu machen. Er wird etwas Neues daraus machen. Wir hören das im Psalm 102. Er verschmäht das Gebet der Verlassenen nicht. Ich möchte dich ermutigen, wenn du in so einer Situation bist, bete. Bete zu Gott. Du musst nicht richtig beten. Ja, wann kann man richtig beten? Schütt einfach dein Herz vor Gott aus. Fertig. Und dann wird er kommen, wird etwas Wunderbares machen und du wirst ein Segen werden und das Ganze wird zum Segen werden. Das, was ich hier sage, ist kein billiger Trost für den toten Sonntagmonat. Ja, die Evangelischen und Katholischen haben dann ihre Gedenktage für die Toten, Volkstrauertag in Deutschland, ja, für die Menschen, die im Krieg gefallen sind. Das soll kein billiger Trost sein. Das soll auch kein billiger Trost sein, wenn dir vielleicht gerade der Ehepartner weggestorben oder weggelaufen ist, eine Scheidung oder was auch immer. Alles schmerzhaft genug. Schau auf Jesus, der hat das für dich getragen, der hat für dich die Verlassenheit durchgemacht, damit du ja eine Zeit lang den Schmerz hast, aber dann daraus auferstehst in ein neues Leben. Wenn etwas wegbricht, dann kommt auch etwas Neues. So ist das im Leben. Das ist von Gott gegeben. Und ich möchte dich ermutigen, dass du darauf schaust, das Neue zu empfangen von Gott. Gott segne dich.